Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Heute sind wir vom Freistaat Caravaning & More in Zulzimoos stolz, euch bereits jetzt die Modellgeneration 2020 bereits live zu zeigen. Das ist der Carrado T338. Das ist ein Längs-Einzelbetten-Grundriss, den es optional mit Hubbett gibt, mit einer Gesamtlänge von 6,96 m und einer Gesamtbreite mit 2,32 m. Ein Fahrzeug, das von 2 bis 4 Personen, vor allem im 3,5-Tonnen-Bereich, für alle Zielgruppen passend ist. In letzter Zeit haben wir sehr viel Feedback von euch bekommen. Ein Wunsch von unseren Kunden war es, dass wir bei Neuvorstellungen, wie jetzt bei dem Carrado T338, auch Daten und Fakten mit dazu sagen. Aktuell gibt es für dieses Fahrzeug noch keine technischen Daten und keine Preisliste, aber wir haben exklusiv für euch eine Vorabinformation von Carrado besorgt, sodass ihr zu 95% verlässliche Daten von dem Fahrzeug habt. Bitte seht uns nach, wenn die ein oder andere Datenquelle jetzt noch ein bisschen unsicher ist. Das Fahrzeug wird jetzt angegeben mit 6,96 m Gesamtlänge, 2,32 m Gesamtbreite ohne Spiegel und 2,90 m Gesamthöhe ohne Dachaufbauten. Das Fahrzeug hat eine Masse in fahrbereitem Zustand. Da ist der Fahrer mit dabei, gefüllter Kraftstofftank mit dabei, 20 Liter Frischwasser mit dabei, eine Gasflasche in Aluminium und Adapterkabel mit 2780. Selbst in einer guten Ausstattung mit Satellitenantenne, mit Markise, Fahrradständer und so weiter, seid ihr hier noch unter 3000 Kilo Masse in fahrbereitem Zustand. Dies ermöglicht euch, selbst mit einem Hubbett zu viert mit diesem Fahrzeug im 3,5-Tonnen-Bereich zu fahren. Im Außenbereich haben wir hier die optionale Außenstauraumklappe in Fahrtrichtung links, die hier noch angegeben wird mit einer Höhe von 80 cm und einer Breite von 75 cm. Dies empfehlen wir euch wärmstens, auch wie bei dem Carrado Van 337 schon vorgestellt, weil ihr einfach hier in Fahrtrichtung links bequem einladen könnt und auch Sachen mal schnell rausholen könnt. In Fahrtrichtung rechts haben wir hier die serienmäßige Außenstauraumklappe. Die ist hoch 1,10 Meter. In der Breite misst sie 95 cm. Dies ermöglicht euch hier auch Fahrräder, Stühle, Tische sehr bequem einzuladen. Optional habt ihr hier die Möglichkeit, mit dem Fahrradständer noch bis zu 4 Fahrräder mitzunehmen. Hier in der Garage hinter dieser Abdeckung verbirgt sich die Truma-Heizung, welche mit Boiler integriert ist. Das ist hier im Carrado serienmäßig verbaut, die Truma Kombi 6. Ihr habt hier im Carrado einen Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 122 Liter inklusive des Boilers und ein Abwassertankvolumen von 92 Liter. Den Abwassertank könnt ihr optional noch isoliert mitbestellen. Wie in der kompletten Carrado-Baureihe üblich, passen hier zweimal 11 Kilo Gasflaschen rein. Dies ermöglicht euch auch sehr lange autark zu stehen. In diesem Fahrzeug haben wir auch den großen 167 Liter Kühlschrank verbaut, der ein separates Frosterfach hat. Dies ist ebenfalls optional bei diesem Fahrzeug. In Serie hat das Fahrzeug einen 113 Liter Kühlschrank. Der neue Carrado T338 wird auf dem Fiat Ducato Tiefrahmen aufgebaut. Hier haben wir den neuesten Fiat Ducato. Ducato hat die Motorenlogik ab Modelljahr 20 geändert. Das heißt, wir beginnen jetzt mit 120 PS Motoren bei Carrado. Dann kommen die 140 PS und 160 PS Motoren mit dazu. 120 PS Motor hat jetzt 320 Newtonmeter Drehmoment. Der 140 PS Motor, so wie wir jetzt das Fahrzeug hier stehen haben, hat 350 Newtonmeter Drehmoment. Das ist das gleiche Drehmoment wie der alte 150 PS Motor. Selbstverständlich haben wir hier die neueste Generation an Euro 6 Motor. Hier im Führerhaus des Fiat Ducato
seht ihr die altbewährte Technologie übersichtlich, aufgeräumt und ergonomisch passend. Wie heißt es immer so schön? Auf die innere Werte kommt es drauf an. Der innere Wert des neuen Carrado T338 besticht meiner Meinung nach vor allem durch das schöne Raumgefühl. Bei der Entwicklung dieses Grundrisses hat Carrado extrem darauf geachtet, dass die Blickachse von vorne nach hinten hier nicht verbaut ist. Wir stehen hier in einem Fahrzeug, wie gesagt, mit 6,96 m Gesamtlänge und haben schöne Einzelbetten mit 80 cm Breite. Eine Seite 1,90 m in der Länge, die andere Seite sogar 2 m in der Länge. Und ihr habt hier bei den schönen Einzelbetten auch die Möglichkeit, hier ganz bequem die Verbreiterung vorzuschieben, das Polster einzulegen. Dann habt ihr sogar ein Bett von fast 2 Meter auf 2 Meter. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Ein großer Wunsch von unseren Kunden ist immer Winkelküchen. Winkelküchen und am besten in der 3,5 Tonnen Klasse unter 7 Meter. Diesen Wunsch haben wir hier erfüllt. Hier habt ihr eine schöne Winkelküche mit einem schönen Drehflammkocher, gusseiserner Rost und ergonomisch tiefer Spüle. Die Schubladen hier mit Besteckfach, selbstverständlich mit Sauvosoft, auch hier im Carrado mittlerweile. Hier haben wir ebenfalls noch einen großen Stauraum mit Mülleimer. Hier bietet Carrado ab Modelljahr 20 über die Carrado Originalteile ein schönes Auszugssystem an, welches auch Stofftaschen beinhaltet, die man rausnehmen kann, draußen beladen und dann hier schön in die Schienen einziehen. Wenn ihr Fragen diesbezüglich habt, bei uns könnt ihr die ab sofort bestellen und unser Service Center rüstet die auch selbstverständlich gerne nach. Sensationell finde ich, dass Carrado mittlerweile selbst im Einsteigersegment drei 230 Volt Steckdosen spendiert. Da ist einmal hier eine über dem Kleiderschrank. An der Küche haben wir hier eine 12 Volt Steckdose, eine 230 Volt Steckdose und auch unter der Sitzbank, gerade wenn man vielleicht mal einen Laptop oder irgendwas zum Laden anschließen möchte, ist hier auch noch eine 230 Volt Steckdose integriert. Aber wie wir wissen, wird heute ja auch viel mit USB geladen. Soweit denkt Carrado für euch mit. Drum sind hier noch zwei USB-Steckdosen mit integriert. Vom Design her muss man eigentlich ehrlich sagen, hat Carrado die Einsteigerklasse oder das Entry-Level, wie man immer so neudeutsch sagt, verlassen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine schöne Fensterverkleidung, wo ihr eigentlich eher im Mittelpreissegment kennt. Hier haben wir eine schöne indirekte LED-Beleuchtung, welche in der Sitzgruppe und Winkelküche mit integriert ist. Und hier auch die indirekte Beleuchtung, wo wir zusätzlich noch ein Lichtband in den Unterschränken integriert haben. Dieser Carrado der Modellgeneration 20 ist, auch wenn es nur Details sind, richtig erwachsen geworden. Die schöne Blickachse wurde auch erst durch den halbhohen Kleiderschrank möglich. Ihr habt hier trotzdem noch die Möglichkeit, Kleider ordentlich hinzuhängen. Sehr schön an diesem Kleiderschrank finde ich auch, dass er neben dieser schönen Winkelküche sitzt und hier auch die Möglichkeit bietet, sehr bequem eine schöne Kaffeemaschine hier zu integrieren, hinzustellen. Darum auch ganz praktisch die 230 Volt Steckdose direkt darüber. Wie gewohnt habt ihr zu dem Kleiderschrank noch zwei Wäschefächer rechts und links mit Unterteilungen, so dass ihr bequem auch die Wäsche hier verstauen könnt. Optional haben wir hier den 167 Liter Kühlschrank. Serienmäßig hat der Carrado den 113 Liter Kühlschrank. Da fehlt dann das obere Frosterfach. Es ist dann im Kühlschrank mit integriert und unten ist er auch ca. 10 cm höher. Schön an dieser Lösung finde ich ebenfalls wieder offene Blickachsen. Hier kommt dann der Fernseher hin, das optional der 22 Zoll Flachbildschirm
Und hier habt ihr wieder jede Menge Abstellplatz. Wenn ihr irgendwo steht, könnt ihr hier bequem was abstellen, was ich immer auch sehr praktisch finde. Aber das ganze Fahrzeug besticht einfach durch offene Blickachsen. Die kommt jetzt, wie wir vorhin gesagt haben, einmal durch den abgesenkten Kleiderschrank, einmal dadurch, dass der Kühlschrank nicht bis ganz nach oben ist. Auch kommt er durch die offene Gestaltung dieser Sitzgruppe. Wir haben hier in Fahrtrichtung rechts auch ein kleines Seitensofa, was ich sehr schön finde, einmal für eine Beinauflage, gerade wenn man hier vom Beifahrersitz aus Fernseh schauen möchte oder wenn ihr auch mal Besuch habt, könnt ihr hier in schöner Runde auch mal Gäste einladen. Im Serienumfang besticht das Fahrzeug, vor allem wenn ihr es für zwei Personen nutzt, durch ein gigantisches Raumgefühl. Dann ist dieses Hubbett nämlich nicht mit dabei. Die Dachstaukästen laufen dann ganz normal weiter vor. Für diejenigen, die auch zu dritt oder zu viert fahren, gibt es die Option absenkbares Hubbett, das für 1.469 Euro optional mit dazu bestellt werden kann. Das Hubbett wiegt 33 Kilogramm, aber man kann ganz bequem ein oder zwei Leute mitnehmen, ohne dass man hier jetzt Sitzbänke umbauen muss. Wir haben hier die Liegefläche an der breitesten Stelle von 1,40 Meter. Das geht dann rüber zurück bis auf 1,10 Meter. Aber für einen Erwachsenen oder zwei Kinder ist das mehr wie ausreichend und sehr bequem. Ihr könnt das Bettzeug hier drauf lassen und wenn ihr es nicht mehr benötigt, einfach nach oben und weg ist das Bett und ihr habt wieder den ganz normalen Wohnraum zur Verfügung. Aber bevor ich euch nun das Bad dieser eierlegenden Wollmilchsau zeige, vergesst nicht, wenn ihr noch mehr von uns erfahren möchtet, noch mehr Neuheitenpräsentationen und mehr aus dem Freistaat, bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Bitte nicht vergessen, auf die Glocke klicken, dann habt ihr uns abonniert und bekommt jede Woche ganz exklusiv neue Videos von Freistaat TV. Ich selber bin von diesem Grundriss richtig begeistert, weil aus dem Handel alle Bedürfnisse unserer Kunden mit eingeflossen sind. Ihr habt hier ein tolles Raumgefühl, ein 2 Meter Bett in eine Fahrtrichtung, rechts 1,90 Meter Bett. Habt hier die Möglichkeit mit bis zu 4 Personen zu schlafen, habt eine Winkelküche mit 3 Flammkocher, seid unter 3,5 Tonnen sicher unterwegs mit einer richtig ordentlichen Restzuladung. Tja, eigentlich steht hier nichts mehr im Wege, kommt zu uns, der steht jetzt ab sofort live hier. Natürlich ausschließlich momentan nur im Freistaat. Und jetzt zeige ich euch mal unser schönes Variobad. Sehr schön gelöst in diesem Kompaktbad und dennoch geräumig ist hier die Variodusche. Ihr klappt das hier einfach das vor das WC und hier dieses Innenteil davor und habt hier für den Platz hier eine sehr, sehr geräumige Dusche. Auch mit einem schönen Holzlattenrost. Für alle, die gerne Fakten haben, fasse ich euch jetzt mal eine Freistaat Edition zusammen, die wir jetzt brandheiß, aktuell nur auf einer Excel-Tabelle vorhanden, kreiert haben. Wir wissen ja, was unsere Kunden gerne mitbestellen. Diese Bausteine nehmen wir immer gern mit auf und kombinieren die mit unseren Ausstattungsdetails, wo wir einfach auch die Erfahrung haben, die unsere Kunden gerne mitbestellen. So haben wir den Carrado T338, jetzt neu mit 140 PS, mit dem Chassis-Paket, mit dem Basic-Paket, mit 16 Zoll Alufelgen spendieren wir mit dazu, mit dem Fenster in der T-Haube, was hier übrigens sehr angenehm ist, weil es zieht hier schön durch. Abwassertank isoliert, sind wir vorher auch drauf eingegangen. Den großen Kühlschrank mit separatem Frosterfach, ein zusätzliches Hubbett, das ihr aber auch abwählen könnt, eine zweite Außenschauraumklappe, der Bettenbau Einzelbett zum Doppelbett, da ihr die 2 Meter Liegefläche habt, Vorverkabelung, Rückfahrkamera, dann eine neue Abklebung in einem
Sondermodell, das. Ist das der erste Kunde oder was? Ja, Sie halten die Preisgarantie bis zum 25.08. Nee, weißt du los, Herr Neimoli? Dann haben wir den hohen Heckleuchtenträger, dass es automotiver von hinten ausschaut. Das All-in-One-Paket mit einer 4-Meter-Markise. Da ist beinhaltet ein Flachbildschirm 22 Zoll, eine vollautomatische SAT-Antenne, ein Fahrradständer vierfach und eben die 4-Meter-Markise. Zulassungsdokumente sind dabei, Überführung. Und jetzt kommt's, das Fahrzeug hat einen Listenpreis von 58.903. Ihr könnt das Fahrzeug haben, inklusive Hubbett zu einem Vorzugspreis von 52.900. Ohne Hubbett könnt ihr das Fahrzeug haben zu einem Vorzugspreis von 51.500. Bitte seht uns nach, dass wir noch mit Vorabpreislisten arbeiten. Wie vorhin erwähnt, ist die richtige Preisliste noch nicht auf dem Markt. Aber ihr könnt mich beim Wort nehmen. Ihr kriegt, egal was passiert, diese Fahrzeuge zu diesem Preis verbindlich bis 25. August 2019. Auch dieses schöne Fahrzeug, der Carrado T338, steht ab sofort live zur Besichtigung beim Hümerzentrum in Sulzimos. Wenn ihr dieses Video nach dem 25.08.2019 anschaut, schaut bitte auf unsere Homepage www.derfreistaat.de. Wie vorhin gesagt, wir arbeiten mit Vorabpreislisten. Wir gehen davon aus, dass wir diesen Preis halten können. Wir sind ja auch auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf auf dem Carrado-Stand. Wir haben unsere große Herbstmesse im Oktober im Freistaat Sulzimos. Oder schreibt mich an unter markus.braun@hümermuenchen.de. Wie es so schön ist dann im Leben, da müssen wir dann halt drüber reden. Das war's schon mit unserer heutigen Folge. Markus, halt. Du hast was vergessen. Was ist denn da hinten hinter dir mit dem Gerät da in der Mitte? Gehört das mit dazu? Oder? Nee, das habe ich eigentlich nicht mit dazu kalkuliert. Das ist das Navigationssystem XZENT F220 mit Rückfahrkamera, mit Doppellinse sogar. Okay. Das haben wir immer wieder hier im Freistaat Caravaning and More im Hümerzentrum Sulzimos als Aktion, als kleines Giveaway, ist aber hier aufgrund des schon sehr attraktiven Preises nicht mit berücksichtigt. Kannst du da noch was machen? Ich meine, das jetzt bin ich so begeistert von diesem schönen Auto, von der eierlegenden Mollwichsau. Heute ist ein schöner Tag. Weißt du was? Wir packen jetzt dieses schöne Navigationsgerät inklusive Rückfahrkamera, Doppellinse mit dazu. Ich habe ja vorher gesagt, wir arbeiten mit Vorabpreislisten bis 25.08. Mensch, lasst uns doch dieses Datum nehmen. Alle, die bis 25.08. kaufen, bekommen von mir höchstpersönlich dieses Navigationssystem und Rückfahrkamera, Doppellinse zu dem Preis für 51,5 ohne Hubbett, 52,9 mit Hubbett geschenkt. Ich hoffe, das ist ein zusätzlicher Anreiz, auch für unsere liebe Kunden, die weiter weg wohnen. Auf der Rückreise oder auf der Urlaubsfahrt, schaut dieses Fahrzeug an. Das war's aus der Zukunft bzw. Modellgeneration 20, die jetzt im Freistaat schon begonnen hat. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Bis dorthin. Ich wünsche euch auch einen schönen Urlaub. Viele unserer Kunden sind jetzt auf der Urlaubsreise. Euer Markus Braun. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freistaat TV. Heute geht es um die Marke Bürstner. Wer Bürstner ist und wofür die Marke steht, zeige ich euch jetzt. Kommt mal rein. Dann lasst uns doch mal das große Bürstner Geschichtsbuch aufklappen. 1924 eröffnete Schreinermeister Jakob Bürstner seine eigene Bau- und Möbelschreinerei im heutigen Kehler Stadtteil Neumühl, wo sie auch heute noch ansässig sind. 1986 sind sie eingestiegen in den Bau von Reisemobilen und seit 1988 bauen sie teilintegrierte Reisemobile, in so einem, wo wir heute auch sitzen. Für 2019 gibt es ein neues Konzept der Marke, zum Beispiel die Harmony Line. So, hier haben wir einen Liseo TD 690
in der vorher genannten Harmony Line. Was ist jetzt das Besondere am Harmony Line? Einmal das Außendesign. Wir haben serienmäßig schon Alufelgen drauf. Wir haben auch Türschweller, wo ja, ich auch drauf treten kann. Wir haben diese spezielle Beschriftung und ein wunderschönes Plakat. Aber darauf gehen wir nachher noch mal genauer ein. Jetzt schauen wir, bevor wir reingehen, noch kurz die Garage an. Sehr großzügige Garage. Wir haben eine Tür rechts und links schon serienmäßig mit dran. Wir haben eine sehr tiefe Garage, eine sehr breite Garage. Also man sieht jetzt auch ganz gut, wie viel Platz hier nach hinten ist. Serienmäßig haben wir auch Zurschienen schon mit dabei. Ich denke, die Garage ist wirklich riesig. Hier bringst du problemlos auch deine E-Bikes mit rein. Tisch, Liegen, Stühle, alles schön trocken aufgeräumt. Und der Vorteil ist, wir sparen uns vielleicht auch hinten drauf dann den Fahrradträger. So, und jetzt gehen wir mal rein in das Fahrzeug. So, jetzt lasst es mal ganz kurz wirken, dass ihr mal ein Gefühl für die Harmony Line bekommt. Was mir jetzt gleich besonders auffällt, ist die Beleuchtung. Wenn man auch hier oben schaut, wir haben schöne LED-Spots. Wir haben viel indirekte Beleuchtung hier oben über den Oberschränken. Hier haben wir eine schöne LED-Leiste, die sehen wir nachher vielleicht im Bild nochmal. Ja, auch an der Küche hier ganz tolle LED-Leisten mit dran. Die Küche ist separat hinterleuchtet. Also man fühlt sich richtig wohl in diesem Fahrzeug, weil es einfach sehr, sehr schön hell ist. Das heißt, selbst wenn es mal draußen dunkel ist, habe ich so ein tolles Lichtkonzept in dem Fahrzeug. Da muss ja die Stimmung steigen, oder? Wenn man mal die Polster betrachtet, das sind diese speziellen Harmony Line Polster. Die fühlen sich auch sehr, sehr hochwertig an. Mal einen Test machen, wie man sitzt. Also man fühlt sich auch richtig wohl, man sitzt gut, der Sitzkomfort ist toll. Die sind auch einfach zu reinigen. Der Vorteil ist, ich nehme einfach einen Lappen, warmes Wasser und dann kann ich hier auch wirklich die Flecken schön rausreiben. Rausreiben ist gut. Also gut, okay. Oberflächen, Tischoberfläche sowie Küchenoberfläche sind kratzunempfindlicher. Das kann ich zum Beispiel, wie hier in dem Fahrzeug, bei dem Küchenpaket mitbestellen. Bei diesem Fahrzeug haben wir einen Wohnraumteppich. Wo ich finde, da hast du ein sehr, sehr warmes Wohngefühl drinnen. Also man kann hier auch wirklich mal ohne Socken, ohne Schuhe laufen und ich habe trotzdem ein schönes, angenehmes Gefühl an den Füßen. Die Cremefarben in Verbindung mit dem Holz oder auch hier mit den schönen Seitenverkleidungen geben ein wirklich sehr, sehr warmes Gefühl ab. Hier hinten fühlt man sich wirklich wie in einem separaten Schlafzimmer. Ich habe großzügige Einzelbetten, ich habe hier auch ein großes, schönes Mittelteil. Was ich auch zusätzlich noch mal verlängern kann. Das heißt, da können auch problemlos mal die Kinder in der Mitte schlafen. Eine sehr schöne Sitzhöhe. Das ist ja für viele immer ausschlaggebend, die vom Bett her aufstehen und sich dann immer den Kopf anhauen. Und trotz meiner Föhn-Steckdosenfrisur habe ich immer noch ausreichend Platz hier oben. Ich habe schöne breite Treppen. Durch die zwei Stufen kann ich bequem in der Nacht rein und raus. Und was auch noch super ist, das zeige ich euch kurz, man kann diese untere Stufe, kann ich einmal hineinfahren, um besser an meinen Kleiderschrank ranzukommen. Mit Kleiderstange zum Ausziehen. Und was auch ganz, ganz toll ist, was viele begeistert, ist hier der separate Auszug. Dann noch zu unserem Wellnessbad. Großer Pluspunkt an diesem tollen Bad ist, wir haben ein Schwenkbad drinnen. Das heißt, wir können das hier einmal öffnen.
Und schon haben wir eine fast separate Dusche. Und der große Vorteil ist, wir haben keinen störenden Radkasten hier drinnen. So, jetzt nochmal zu dem Plakat. Wir haben bei dem Fahrzeug eine Freistart-Edition gemacht. Das heißt, wir haben eine begrenzte Stückzahl eines Fahrzeugs, was sehr, sehr gut ausgestattet ist, zu einem Wahnsinnspreis. Wenn man jetzt hier mal drauf schaut, so wie er hier steht, ist das Fahrzeug ausgestattet mit einem Citroën 163 PS. Wir haben verschiedene Pakete drinnen, ich gehe jetzt nicht alles einzeln durch, ihr seht ja relativ viel schon. Wichtig, wir haben Navi, Rückfahrkamera, Markise, alles schon serienmäßig dran an dem Fahrzeug. Er ist, so wie er steht, auch wintertauglich. Das heißt, wir haben einen Funktions-Thermoflorboden drinnen. Der Abwassertank ist beheizt. Wir haben M&S-Reifen drauf. Preislich ist das Ganze sehr interessant, weil so wie er hier steht, liegen wir preislich bei 60.990 Euro. Das heißt, wir sparen knapp 10.000 Euro bei diesem Angebot. Vorteile des Fahrzeugs, wie erwähnt, Funktions-Thermoflorboden. Das Dach und der Boden ist aus GFK und wir können optional das Fahrzeug auch mit Hubbett liefern. Serienmäßig haben wir hinten die Einzelbetten sowie hier die Möglichkeit, die Sitzgruppe umzubauen. Also wir haben drei Schlafplätze und optional durch das Hubbett können wir hier vier Schlafplätze generieren. Und klar ist, 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie bei Bürstner für alle Modelle ab 2019. Ja, und wie immer, wenn ihr die Fahrzeuge live sehen wollt, kommt vorbei im Freistaat Sulzimoos, kommt zu uns, Firma CAM. Da haben wir alle Bürstner für euch zum Anschauen, zum Live-Erleben. Weil ich sage, so ein schönes Fahrzeug wie hier müsst ihr einfach wirklich mal live erleben. Vergesst nicht, liken, ganz wichtig. Und wenn ihr wirklich Fragen habt, kommt vorbei, schreibt was in die Kommentare, ruft bei mir an. Wir sind immer für euch da. Servus, schöne Woche, bis bald, euer Christian. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Wir haben jetzt Ende August und zeigen euch heute ein neues Highlight der Modellgeneration 2020. Wie immer ist der Freistaat natürlich wieder einer der ersten Händler bundesweit, die dieses schöne Modell präsentieren. Und übrigens ein Tipp an viele Kunden, die jetzt auf der Urlaubsreise sind. Dieses Modell steht bereits jetzt, Ende August, im Freistaat Caravaning & More im Hümerzentrum Sulzimoos. Eine sehr beliebte Baureihe der letzten Jahren war unser Axis T und Axis I. Vor allem dort das bestverkaufteste Modell, der Axis T588 und I588. Genau diese Idee hat Hümer jetzt aufgenommen, dieses Modell neu zu modifizieren, auch zu modernisieren und vor allem auch ein richtig, richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu hinterlegen. Dieses Modell, was wir euch jetzt zeigen, ist der Hümer Axis T580 Pure. Ein teilintegriertes Fahrzeug der Axis-Baureihe. Wie bekannt ist die Axis-Baureihe sehr leicht. Das Fahrzeug hat in der Ausstattung, die wir euch auch gleich erklären, eine Masse im fahrbereiten Zustand von 2860 Kilo. Da ist auch schon eine Sat-Antenne, eine Markise, ein Flachbildschirmhalter, einen großen Motor mit dabei. Also auch ein super Leichtgewicht. Das Fahrzeug ist wie alle anderen Fahrzeuge in der Axis-Baureihe 2,22 Meter lang, 2,77 Meter hoch und dieses Fahrzeug ist sogar ein paar Zentimeter kürzer geworden. Das ist jetzt 6,94 Meter lang. Auch von den Frischwasserkapazitäten blieb alles beim Alten. So hat das Fahrzeug 120 Liter Frischwasserkapazität, 90 Liter Abwasserkapazität. Die große Heizung Kombi 6 mit integriertem Boiler. Anders wie bisher bei der Axis-Baureihe ist bei diesem Sondermodell, also bei dem Axis T580 Pure, dass wir hier jetzt neu auf dem Citroën Flachboden aufbauen. Hier können sich unsere Kunden freuen, weil dieses Fahrzeug ist im Serienumfang bereits mit dem großen 165 PS Motor ausgestattet, selbstverständlich mit neuester Euro 6 Norm und AdBlue Technik. Auch im Serienumfang bereits enthalten, hat der T580 Pure bereits
16 Zoll Alufelgen, was diesem Fahrzeug hier sehr, sehr gut steht. Und auch Lederlenkrad, Außenspiegel, elektrisch und verstellbar, motorbetriebene Klimaanlage. All diese Sachen sind selbstverständlich bereits hier in dem Pure-Paket mit dabei. Zu dem Preis, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was das Fahrzeug nämlich nur kostet, kommen wir später. Außen sind es viele bekannte Details, wie zum Beispiel hier das große Gasflaschenfach für 2x11 Kilo. Beim Pure bereits enthalten eine automatische Gasflaschenumschaltung, die Duo Control CS. Hier haben wir eine Außenschauraumklappe mit Maß 65x65 cm. In Fahrtrichtung rechts haben wir die große Außenschauraumklappe. Die ist dann 1,9 Meter hoch und 85 cm breit. Also ganz bequem sind hier Fahrräder oder kleines Moped oder E-Bikes zu verstauen. Was Hümer immer sehr schön gelöst hat, ist hier die Unterbringung der Technik. Ist ja auch wichtig, dass man mal nach der Bordbatterie schaut oder nach den Sicherungen. Hier sehr schön gelöst. Man kommt ganz bequem an jede einzelne Sicherung hin und kann nachschauen, falls mal ein Fahrzeug was sein sollte. Zusätzlich Platz natürlich auch gleich für die zweite Bordbatterie, wenn jemand auch länger autark stehen möchte. Selbstverständlich auch eine zweite Batterie oder eine Solaranlage bei so einem schönen Fahrzeug nachrüstbar. Beim Axis Pure im Serienumfang ist sogar eine Rückfahrkamera mit der Rückspiegelfunktion, ebenfalls im Serienumfang, mit integriert. Navigationssystem hat der Axis Pure 580 keines. Aber Markus, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, um uns Schmankerl für unsere Kunden zu überlegen. Ach, an dieser Stelle sehe ich auch noch mal unseren schönen Fernweh-Aufkleber. Alle Kunden, die diesen Aufkleber drauf haben und nutzen, bekommen, solange dieser Aufkleber drauf ist, die Gasprüfung im Freistaat kostenlos. Einfach bei uns vorbeifahren, Aufkleber drauf machen, Gasprüfung kostenlos und davon profitieren. Seenmäßig bei diesem Fahrzeug ist bereits auch die Markise. Hier beim Axis T580 in 4 Meter Länge mit einem grauen Tuch verbaut. Hier sehen wir auch sehr schön nochmal die Technik. Ist hier einmal der Frischwassereinfüllstutzen. Passen ja, wie vorhin erwähnt, 120 Liter rein. Auch hier schön mit Magnetverschluss, dass es während der Fahrt nicht aufgeht und flattert. Und hier haben wir den 230 Volt Bordanschluss, wenn ihr auf dem Campingplatz oder auf dem Stellplatz steht und Landanschluss habt. Sehr schön gelöst ist hier auch der Abwassertank. Ist hier ganz bequem von der Garage innen aufzumachen und da könnt ihr dann entsorgen. Ein sehr praktisches Detail finde ich auch die umlaufende Verzurschiene. Die ist hier einmal komplett umlaufend und auch oben haben wir noch eine Verzurschiene, wo die Ösen eingehängt werden können. Das ermöglicht euch bequem alle Sachen zu verstauen. Hümer hat ja bereits seit längerem den Weg eingeschlagen, modernere Fahrzeuge zu bauen. Hier in dem Axis T580 Pure sieht man das sehr deutlich. Das Fahrzeug hat eine komplett neue Möbelausprägung, sehr modern gehalten, in sehr modernen Farben. Hier das Dekor, das heißt jetzt neu Sauvignon Oak. Und hier die Schichtfarbe, das Grau. Das hat auch ein kleines Muster drin, das nennt Hümer Tip Printed. Ist hier ein ganz neuer Stil, den es in der Vergangenheit nicht gab. Aber ich finde, für ein Fahrzeug mit 6,94 Meter Gesamtlänge wirkt das Fahrzeug unheimlich offen und großzügig leicht. Hier könnt ihr deutlich sehen, dass natürlich sehr viele Stilelemente aus der Mercedes-Baureihe B-Klasse Modern Comfort T580 mit übernommen wurden. Sieht man hier am deutlichsten an dem großen Flachbildschirm mit 32 Zoll, der übrigens auch zum Serienumfang mit dazugehört, ist es doch hier fast dieselbe Technik, die bei Mercedes mit verbaut ist. Hier der große Flachbildschirm, der hier rausziehbar ist und auch schwenkbar, sodass ihr immer den optimalen Blickwinkel für euren Fernsehgenuss habt. Auch übernommen vom Mercedes wurde hier die Einzelbett-Variante. Wir haben hier einen Schenkel,
Der ist 1,95 Meter lang, der andere ist 1,91 Meter lang. Die Betten sind beide 80 cm breit und haben Hümer-like natürlich auch die Bettverbreiterung mit dabei, auch in dem Seenpaket mit enthalten. Auch übernommen wurde hier die schöne Lösung der ausziehbaren Trittstufe. Ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr das verbreitert, die Trittstufe auszuziehen. Habt einen bequemen Aufstieg. Hier wie bekannt das Zusatzpolster, welches man dann einlegen kann. Also sind wirklich nur ein paar Handgriffe. Und fertig ist die große Liegefläche für euren bequemen Schlaf oder wenn mal ein Enkel mitfährt, der kann hier auch ganz bequem liegen. Auch im Seenumfang hat Hümer euch hier, apropos Enkel, nämlich schon den absenkbaren Tisch mit spendiert. Hier habt ihr die Möglichkeit, diese Tischplatte abzusenken, hier ein kleines Bett zu bauen. Dafür haben wir auch hier bereits im Seenumfang ein Zusatzpolster mitgeliefert. Als Alternative könnt ihr auch das CampSleep Bett vorne nehmen, wo es bei uns im Zubehörshop gibt. Man stelle sich vor, 6,94 Meter Gesamtlänge, ein großer Kleiderschrank, wo ihr bequem Sakkos, Mäntel und so weiter aufhängen könnt oder ganz bequem eure Freizeitjacken. Und das ist ja nicht der einzige Kleiderschrank hier. Zusätzlich haben wir, wie bekannt, hier unsere Kleiderschränke unter den Betten, wo wir hier auch noch eine Stange haben. Hier das letzte Drittel hochklappen können. Und auf der gegenüberliegenden Seite noch ein zusätzliches Wäschefach. Wie ich finde, für ein Fahrzeug mit 6,94 Meter eine sehr, sehr praktikable Lösung. In Serie haben wir hier auch den großen 142 Liter Kühlschrank mit großem, separaten, innenliegenden Gefrierfach. Wie ihr seht, hier noch alles original verpackt. Das Fahrzeug wurde erst vor ein paar Tagen hier angeliefert und ist noch brandneu. Aber neu gibt es, wie ihr wisst, meistens nur im Freistaat. Vergisst uns nicht zu abonnieren, drückt die Glocke, somit verpasst ihr kein Video jeden Freitag. Und natürlich sagt es euren Freunden, die uns noch nicht kennen. Wir haben immer Freude, euch wertvolle Tipps und Neufahrzeuge zu zeigen. Auch die Praktiker haben hier wieder mitgedacht. So hat das Fahrzeug im Seenumfang bereits hier zwei 230 Volt Steckdosen. Es sind auch USB-Steckdosen verbaut, wie zum Beispiel hier, genau da, wo man es braucht, an der Sitzgruppe, um während der Fahrt ein Tablet oder ein Handy zu laden. Sehr schön gelöst, auch im Seenumfang enthalten, ist hier einmal die schöne Fensterverkleidung. Sieht man jetzt hier schlecht, aber auch eine ambiente Beleuchtung hat das Fahrzeug bereits im Seenumfang. Der Küchenblock wurde aufgewertet, so hat er hier schöne weiße Möbel bekommen, in Hochglanzoptik, selbstverständlich mit einem Besteckeinsatz drin und wie bekannt Servo-Softeinzug, typisch Hümer-like. Auch wieder praktisch hier ist diese Baldacci-Schiene, wo ihr über unsere Hümer-Originalteile zusätzlich Einhängeelemente kaufen könnt, wie zum Beispiel, dass ihr hier eine schöne Küchenrolle mit einhängen könnt oder andere Utensilien. Hümer-like ist selbstverständlich auch die Klappe mit den Scharnieren. Hier haben wir wieder große Metallscharniere und auch tiefe Klappen, sodass ihr hier auch ganz bequem Tassen, Teller und so weiter unterbringen könnt. Eigentlich ist das Schlimmste in unserem Beruf, das auszuhalten, wenn man direkt vom Urlaub kommt und mit dem Fahrzeug auch mit so einem schönen Hümer im Urlaub war, wieder eine neue Präsentation zu machen, da kriegt man gleich wieder Lust auf den nächsten Urlaub. Aber es ist ja momentan so, dass wir die Modellgeneration 2020 neu gestartet haben und jetzt geht es mit Vollgas in die neue Saison. Aber jetzt zeige ich euch mal, was die Seenausstattung und der Preis dieses Fahrzeugs alles können. Jetzt lassen wir mal die Katze vorab aus dem Sack. Das Fahrzeug kostet
Inklusive der beschriebenen Ausstattung 62.990. Hier im Freistaat steht es für 63.890, weil die Überführung noch mit drauf kommt. Aber das sind immerhin 12.000 Euro Preisvorteil gegenüber einem normalen XST 588, den wir bisher im Programm hatten. Seenmäßig verbaut, wie wir vorhin schon erwähnt haben, sind die Alufelgen, ist der 165 PS Zytrin-Motor, ist ein 90 Liter Kraftstofftank, ist das Lederlenkrad, ist hier einmal der Spoiler in Wagenfarbe, sodass es hier eine automotive Erscheinung gibt. Seenmäßig ist außen einmal die Markise mit 4 Meter, die große Außenschauraumklappe in Fahrtrichtung rechts mit 1 Meter 9 Höhe, 85 Breite, die kleine Außenschauraumklappe in Fahrtrichtung links, 65 x 65 cm. Wir haben innen den Tisch absenkbar mit dem Zusatzpolster. Wir haben den Bettenbau in den Heckbetten, sodass ihr die große Liegefläche bauen könnt. Wir haben den großen Flachbildschirm, wir haben eine vollautomatische Satellitenantenne. Wir haben den Panoramadachlüfter, das schöne, neue, moderne Möbeldekor, Sauvignon Oak mit der Beifarbe Tip Printed. Wir haben eine Duo Control mit Crash-Sensor drin. Wir haben die Ambientebeleuchtung, die Küchenbeleuchtung, Holzlattenrost, Dusche, Komfort-L-Sitzgruppe, selbstverständlich eine Fliegenschutztüre. Hier an der Eingangstür, Türe mit integriertem Fenster. Die Rückfahrkamera haben wir schon dabei mit der dritten Rückspiegel, also mit einer Rückspiegelfunktion. Tja, und das ganze Fahrzeug zu einem Preis mit 62.990. Selbstverständlich hat Hümer hier an nichts gespart. So hat das Fahrzeug voll ausgeschäumte Wände mit Polyurethanschaum aus einem Guss, was einer der stabilsten Aufbautechniken ist. Innenalu, Außenalu. GFK-Boden in Serie, das alles ist wie bekannt, hier hat sich nichts geändert. Und stellt euch vor, dieses super Leichtgewicht hat in dieser Ausstattung, also mit Markise, 165 PS Motor, Satellitenantenne, nur eine Masse in fahrbereitem Zustand von 2860 Kilo. Das, finde ich, ist eine Zuladung, die sich wirklich sehen lassen kann. Und das alles in der 3,5-Tonnen-Klasse, ganz bequem, ohne Go-Box, zum Beispiel für Österreich. Hier haben wir jetzt die erste Neuheit in XST 580 Pure als teilintegriertes Fahrzeug vorgestellt. Selbstverständlich besteht unsere XS-Baureihe nicht nur aus teilintegrierten Fahrzeugen, sondern auch aus integrierten. So gibt es den XSI 580 Pure auf dem Citroën mit 165 PS, genau in dieser Ausstattung auch als integriertes Fahrzeug. Der Preis in dieser Ausstattung ist dann 73.990 als integrierter. Dies ist sehr interessant für Kunden, die auch zu zweit, zu dritt fahren möchten und ein bequemes Hubbett von 1,50 Meter Breite mal 1,90 Meter Länge haben möchten. Das Ganze ist dann halt einfach bequemer wie jetzt hier der Umbau vorne. Das Fahrzeug steht jetzt ja bereits Ende August im Hümer Zentrum Sulzemoos zur Besichtigung und Probefahrt bereit. Ich habe ja vorhin gesagt, wo wir an der Rückfahrkamera standen, eine Sache müssen wir uns noch überlegen, was machen wir denn mit dem Navigationssystem, weil dann ist das Fahrzeug fahrfertig und hat eine richtig runde Ausstattung. Diesen Punkt hat Hümer nicht mit berücksichtigt. Selbstverständlich denken wir an unsere Kunden und machen hier ein hochwertiges Navigationssystem rein. Das ist unser Kenwood-Gerät und genau dieses Gerät bekommt ihr jetzt geschenkt. Denkt dran, die Zeit, wo das geschenkt bekommt, die ist jetzt mal begrenzt bis zum 8.9. Der 8.9. ist nämlich das Ende des Caravansalons. Wir fahren nämlich jetzt nach dieser Präsentation nach Düsseldorf. Da sind wir auch auf dem Hümerstand mit 6 Leuten vertreten. Auch dort könnt ihr diesen Preis von uns haben und das Navigationssystem geschenkt. Für alle anderen, die nicht den Messestress haben möchten und das Fahrzeug in Ruhe besichtigen, der steht selbstverständlich ab sofort in Sulzemoos und auch dort bekommt er die Messepakete geschenkt.
Während des Caravansalon Düsseldorf haben wir natürlich noch mehr Reaktionen. Die könnt ihr aber hier vor Ort bei unseren Messeverkäufern oder in Düsseldorf bei unseren Verkäufern erfahren. Wie vorhin gesagt, ich war ja im Urlaub, ich bin entspannt heimgekommen. An dieser Stelle war mit dem neuen Hümer B-Klasse Modern Comfort 87 im Urlaub. Fahr physikalisch mit dem Hümer SLC-Chassis und der 9-Gang-Wandelautomatik wirklich, kann ich von Überzeugung sagen, das beste Fahrzeug, das ich je gefahren habe. Also das ist wirklich nochmal ein Schritt nach vorne in mehr automotives Fahren. Und da kommen einem natürlich so manche Gedanken, Mensch, wo könnte man noch nachjustieren? Was haben unsere Kunden gern? So haben wir hier zum Beispiel dann noch ein Sondermodell auf dem Hümer Grand Canyon S Allrad kreiert. Oder hier haben wir noch Messepakete geschnürt, gerade mit dem Fahrzeug, wo ich jetzt im Urlaub war. Das ist dann zum Beispiel der Hümer Masterline. Haben wir hier ein schönes Messepaket geschnürt, wo ihr bis zu 17.890 Euro sparen könnt. Aber wie gesagt, die Konkurrenz ist hart. Ich kann jetzt hier nicht im Detail darauf eingehen. Ich kann nur darauf hinweisen, bei uns gibt es Sachen, die sehr interessant sind, von denen unsere Kunden des Freistaates sehr stark profitieren. Kommt zu uns nach Sulzimos. Auch während dem Caravansalon sind wir hier gut aufgestellt mit unseren Verkäufern. Oder kommt zu uns nach Düsseldorf, fragt nach dem Hümerzentrum Sulzimos. Wir sind zu sechst vor Ort oder ich selber, Markus Braun, bin auch da oben. Kommt zu uns, es wird sich lohnen. Und zwar für jede Baureihe. Auf dem Carrado-Stand sind wir übrigens auch mit unserem neu vorgestellten Sondermodell. Auf dem Etrusco-Stand sind wir auch mit unserem neu vorgestellten Sondermodell. Wer will, kann auch ein Ständchen von unserem Sandro Naimoli haben. Also ihr wisst, es lohnt sich momentan, mit uns in Kontakt zu treten. So, ich denke, jetzt haben wir das Axis Sondermodell 580 Pure genügend vorgestellt. Ich freue mich, wenn wir hier im Hümerzentrum in Sulzimos, im Freistaat Caravaning & More oder in Düsseldorf in Kontakt treten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns ein Like und bis dorthin allerbeste Grüße, momentan noch aus Sulzimos, euer Markus Braun. Hi Holger. Hi. Holger, ich habe eigentlich gerade tierisch schlechte Laune. Aber du hast bestimmt was, wo du meine Laune wieder aufhellen kannst. Du weißt doch, wie das ist mit der schlechten Laune. Der hält bei uns nicht lange. Ich zeig dir was Schönes, dann kriegst du wieder bessere Laune. Ja, dann schauen wir mal. Ne? Ah ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freistaat TV. Du kennst das Schätzchen. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Der Summit 640 Prime ist so ziemlich das Geilste, was es vom Pössl bisher gegeben hat. Ein tolles, tolles Auto mit so vielen tollen Features, die ich dir und unseren Freunden mal zeigen möchte. Wir fangen ganz vorne an. Hier. Pössl ist schon mal dabei. Das ist schon mal Summit 640 Prime. Das ist mein Name, hä? Das ist ein geiler Name. Und weißt du, was das Schönste ist? Prime steht für Premium und das stimmt sogar. Okay. Wir haben das geilste Skyroof in der ganzen Branche. Seit einem Jahr gibt es Glasdächer in Kastenwegen. Aber wir haben das Einzige, das man auch aufstellen kann und das die Hitze dann auch wieder aus dem Fahrzeug herauslässt. Ich finde schon, das ist was ganz Besonderes. Er schaut ja auch optisch richtig gut aus. Ja, da bin ich bei dir. Was ist das, dieses Hügelige da oben auf dem Dach? Das ist praktisch der angesetzte Spoiler, damit hinter dem eigentlichen Sunroof das dahinter liegende Aufstelldach zumindest im Windschatten gepackt wird und natürlich dadurch sehr, sehr leise auch im Fahrtwind ist. Tolle Sache. Das ist wieder typisch Pössl. Ja, ich finde es auch geil. Also es ist schon ganz besonders beeindruckend, was die Jungs sich haben einfallen lassen dabei. Außen ist er eigentlich wie unser Summit 640. Wir sparen uns die großen Fenster. Dadurch liegst du nicht jede Nacht irgendwo in dem Rollo drin. Viel, viel besser, wie ich finde. Innen ist er wunderschön, aber da gucken wir gleich nochmal rein. Tolles Auto einfach. Da hast du recht. Reinschauen. Der sieht fantastisch aus. Das schaut ja wow. Also ich setze mich da mal hier auf den schönen Beifahrersitz. Prime, wow. Fantastisch. Also das ist toll gemacht, auch mit diesem Signet da drin. Das gibt nochmal ein ganz besonderes Statement vom Pössl. Die Holzdekorfarbe ist fantastisch. Ne? Das ist Palisander.
okay. Mit einem, also, mit einer ganz besonders changierenden Glanzqualität, die es so noch nicht gegeben hat. Das kenne ich eigentlich sonst nur von der Liner High Class. Ja, eigentlich hast du das Gefühl, du sitzt im kleinen Morello oder im kleinen Concorde oder so. Das ist so das Typische. Fantastisch. Ich habe jetzt 27 Mal fantastisch gesagt. Schneid das raus. Ich finde ja das Lichtkonzept, ne? Das finde ich ja richtig, richtig grandios. Das ist noch nicht am Ende. Machen wir mal da oben vielleicht den Schalter noch mit an. Genau. Die Lampe auch noch? Die kleine Lampe, da musst du zweimal drauf drücken. Herrlich. Wunderbar. Ganz toll sind die Leselampen rechts und links, wenn du da nur auf die Leselampe drauf touchst, links und rechts. Ja, herrlich. Wow. So ist der Vorderbereich optimal ausgeleuchtet. Und jetzt kann ich hier dieses Kairuf richtig aufmachen. Ja. Das bringt die Wärme raus, wenn es im Sommer mal ein bisschen heißer wird. Ganz besonders schön finde ich auch unser Deckenfries mit dieser Klavierlackoptik. Das unterstreicht wirklich hohe Qualität. Mit dem Holzdekor, ne? Ja. Richtig stimmig. Ja. Sehr schön. LED-Technik, wir verbrauchen ganz wenig Strom im Fahrzeug. Ja. Das ist auch wieder komplett richtungsweisend. Ich finde, sowas Tolles hat lange gefehlt dabei. Ja, was ich ganz spannend finde, du sitzt hier auf dem Beifahrersitz und es ist halt ein Purcell Summit. Du hast eine fantastische, schöne Sichtachse, Sichtwinkel, wie auch immer du das nennen möchtest. Ja. Komm mal her. Hier, mein Zeig Blick. Uns alles, Markus. Zeig uns das mal. Sei gelenkig. Ja, aber was jetzt das ganz Tolle ist, ne? Ich gehe jetzt hier hinter. Mit dir wirkt es jetzt nicht ganz so romantisch, ne? Aber ich denke, hier das kann doch nicht sein, Thomas. Die indirekte Beleuchtung, das so. Ne? Das hat schon was, ne? Das ist ein tolles Lichtkonzept. Alles natürlich LED-Technik. Ich finde, so gut hat noch keiner von den Purcell-Reisemobilen ausgesehen wie dieser hier. Ich finde diesen tollen Verschluss und auch Scharniere schaut doch sehr massiv. Definitiv, ja. Und ich finde auch die Verarbeitung der Klappen und der Schränke wirklich nochmal sehr, sehr gelungen dabei. Und diese Hochglanzoptik unterstreicht wirklich nochmal die ganz besondere Qualität. Ja, was haben wir noch nicht? Küche und Bad, oder? Ja, genau. Lass uns nochmal gucken, die Nachtzelle ist ganz toll geworden. Das Schöne bei solchen Einzellängsbetten, ne? Du kannst hier bequem ein- und aussteigen. Mhm. Oh, was ist denn hier? Das kleine Geheimfach. Das ist einmal riesen Staufläche, gell? Ja, das ist jeder Zentimeter ist hier genutzt. Wir haben in den Trittstufen, auch noch komplett Platz für Schuhe, Konserven, was auch immer man da gerade so benötigt. Alles ist gut zu verstauen. Thomas, schau ums Eck, ich zeig dir das mal. Hier haben wir eine ganz tolle Spiegelbeleuchtung, die wir einzeln zuschalten können. Tolles Ambientelicht und natürlich, wie wir es kennen, diese tolle Schwenktrennwand. Da kannst du richtig duschen, ne? Ja. Und damit draußen keiner nass wird, sperre ich dir ein. Tschüss, jetzt ist er weg. Oh, das ist ja voll praktisch. Ganz toll, ne? Ich finde dieses Ablagefach in der Schwenktrennwand auch noch mal ganz toll. Hatten wir früher nicht. Ist erst in dieser Saison mit hinzugekommen. Stehhöhe völlig ausreichend. Und wir haben eine große Dachluke, die dafür sorgt, dass natürlich auch der Wasserdampf Mief und rauskommt. Was für Mief? Wasserdampf. <Die Dusche. lacht> Ja, wirklich. Große Toilette. Toll, toll zum Anschauen. Viel, viel Platz. Und das Ganze in einer sehr kompakten Zelle, die gerade mal 1,80 Meter ist. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der dir wahrscheinlich völlig fremd ist. Nennt sich Küche. Vorsicht. Vorsicht. Also. Im Kochen, da mache ich dich noch weg. Zwei Flammkocher und Spüler-Kocher-Kombination in einem. Das hier
sind eigentlich Gasregler, die aber irgendjemand gut gebrauchen konnte. Hast du dir klauen lassen? Na natürlich, weg ist weg. Jetzt ist Mittagsschlaf, schon sind sie wieder weg. Ne? Wir haben hier einen wunderschönen Apothekerauszug. Ganz viel Stauraum. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja, ne? Softlock-Schließer. Hier schon mit Einteilung. Auch sehr, sehr wertig gemacht. Markus, hast du das? Ja, fantastisch. Siehst du, schließt ganz soft und leicht von selbst. Ups, da ist ja noch mein Geschirr drin. Noch. Noch. Ist ja also richtig, richtig viel Stauraum. Ja, absolut. Aber Holger, hat der gar keinen Kühlschrank? Du stehst davor. Leider haben die Tür falsch angebracht. Geh mal nach draußen, bitte. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja? Ach, das ist der Kühlschrank. Ja, den kannst du von hier öffnen. Ist natürlich doof, ne? Eigentlich ist das doof, oder? Das ist doch super, wenn ich draußen bin und will mein Bier holen. Dann was machst du, wenn du drin bist? Habe ich Pech gehabt. Nee, du hast einen tollen Kühlschrank. Fantastisch. Okay. In beide Richtungen zu öffnen, ist und? Auch was ganz Außergewöhnliches. Tolles Gefrierfach. 70 plus 7 oder 70 plus 10 Liter. Das kann man rausnehmen, oder? Das Gefrierfach. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Die Frage darfst du mir nicht stellen. Doch, sieht gut aus. Man sieht's. Weg ist weg. Ja, das hast von der Küche keine Ahnung. Sehe ich auf ersten Blick, dass man das rausnehmen kann. Ja, aber das ist super. Das ist ein Männerkühlschrank. Ne? Weil ja, natürlich. Passt viel mehr Bier rein. Und kannst hier die Kaltgetränke reintun. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und jetzt? Verdammt, da wird sich so mancher wundern, dem ich den Kühlschrank gekauft habe. Hast du es noch gar nicht gesagt? Nein. Küchenblock lässt sich auch wunderbar erweitern. Da haben wir also jetzt wird es eng für dich. Ja, Bauch einziehen. Und da, Bauch oben drüber legen. Ja, super. Oh, jetzt stellt sich für mich aber trotzdem noch die Frage, was für ein Chassis ist das? Hier haben wir jetzt ein Fiat Strato und wir können aber ebenso auf Citroën liefern. Okay. Von 140 bis bei Fiat dann 180 PS. Es gibt eine tolle 9-Gang-Wandlerautomatik, die so in Kastenwagen-Reisemobilen noch nicht verbaut ist. Die ganz verwöhnten Mercedes-Fahrer kennen sowas, bezahlen dann aber sicherlich ein paar Euro mehr dafür, als wir hier in dem Fahrzeug bei einem Komplettpreis, wenn alles drin ist, wenn sogar die Markise schon dran wohnt und der Radlträger dabei ist, dann liegen wir sicherlich so in einem Segment um zwischen 52.000 und 58.000 Euro. Und wie ist da der Einstiegspreis bei dem Prime? Ist auch mal ganz interessant. 43.599. Kurze Frage, das Kai-Ruf, ne? Kann ich das nur bei dem Summit 46 Prime haben oder geht das auch bei jedem anderen Personenmodell? Fantastisch ist ja, dass der Prime oder dass dieses Kai-Ruf vom Prime in allen Summit-Reisemobilen erhältlich ist und für einen ganz, ganz kleinen Aufschlag von 1.500 Euro in jedes Fahrzeug, ob Summit 540, ob Summit 600, 600 Plus oder sogar dann der normale Summit 640 mit integriert werden kann. Dann hast du deine Holzdekorfarben nach Wunsch, wie sie bei den Fahrzeugen immer komplett erhältlich sind und auch die Möbel, die Polsterfarben noch mit dazu. Ah, okay. Das hört sich kleiner Rundgang, großes Auto. Ja, Holger. Wie ich dich kenne, hast du da schon ordentlich viele davon verkauft. Ja, sind überhaupt noch welche verfügbar, wenn ich jetzt nächste Saison in den Urlaub starten möchte? Wenn du einen haben willst, gib Gas. Ja, liebe Freistadt-TV-Freunde, ich muss Gas geben. Das heißt, ich gehe jetzt gleich nochmal zum Ordern. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like. Und abonniert uns auf YouTube, Holger, oder? Was sagst du? Das wäre sehr nett von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.